Was ist ein Wunsch, wenn ein Wunsch in dir auftaucht? Ich sage jetzt ganz bewusst, du bist im Meer und jetzt taucht ein Wunsch in dir auf. Das ist das erste Mal der Gedankenwelt, es ist eine Vorstellung. Ein Wunsch ist der Gedanke an etwas, was du jetzt denkst, was du dir aber selber einredest, das du nicht hast. Egal an was, ich will ein neues Auto. Ich will gesund sein. Du denkst jetzt an etwas, du baust eine Vorstellung in dir auf, eine Gedankenwelle, wo die Logik in dir, ohne dass dir das bewusst ist, suggeriert, dass du das nicht hast. Und ich sage immer, du hast es doch besessen, bevor du dir das ausgedacht hast. Wenn du weißt, dass du im Meer bist, kommt dieser Gedanke aus dir selber, diese Gedankenwelle. Verwirklichen tut sich in dir dein Glaube. AUB, immer an das AUB, die Beschwörungskunst. Das ist alles, was du beschwörst. Und jetzt wird es interessant, das habe ich so oft erklärt. In dem Moment, wo du dir wünschst, dass du gesund werden willst, was du ja da nicht bist, es verwirklicht sich der Glaube, nämlich der Glaube, dass du jetzt krank bist. Das sind die zwei Seiten, Wellenbauch und Wellendoll. Das ist natürlich bei dir, ich bin ja jetzt krank und darum wünsche ich mir, dass ich gesund werde. Gut? Jetzt wird natürlich deine Logik, wenn du das hörst, sofort sagen, was ist das für ein Depp? Ich wünsche mir nur, dass ich gesund werden will, weil ich jetzt krank bin. Und ich sage, nein, du musst dich disziplinieren, das umdrehen. Du bist jetzt krank, weil du glaubst, krank zu sein. Und du glaubst, jetzt krank zu sein, weil du dir wünschst, gesund zu sein. Würdest du dir nicht wünschen, dass du gesund werden willst, wärst du jetzt nicht krank. Weil das eine, wenn nicht da ist, wenn der Wunsch nicht da ist, gesund zu werden, ist auch keine Krankheit. Und sobald du krank bist, wünschst du dir in der Regel immer wieder gesund werden zu wollen. Es ist wie mit dem Hell und mit dem Dunkel. Und es klingt jetzt extrem falsch, wie ich immer wieder sage, jeder wird behaupten, ich kann ja nicht gleichzeitig ein- und ausatmen. Ich behaupte, du atmest jetzt ein und du atmest jetzt aus. Und jetzt ist jetzt. Wenn ich jetzt mir blaue verschiedene Jetzt-Momente ausdenke, sobald ich die in einer Reihe setze, jetzt, 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 und ich schaue die Reihe an, sind auch alle Jetzte, die ich mir jetzt in Form von Schriftzeichen ausdenke, auch jetzt. Und diese kleine Erkenntnis, wenn du die wieder vergisst, wirst du weiterleiden. Das ist meine Buchmetapher, meine Filmmetapher. Ich habe eine DVD, USB-Stick, wo ein Film drauf ist. Da muss dir klar sein, diese ganzen Bilder, wo ich mir jetzt denke, aus der, diese Einzellbilder. Kann man schön auffächern, Zellbilder sind Schatten, geworfene Schatten, Zell. Geburt von Licht, ausgedachtes Licht auf der Leinwand. Diese Einzelbilder, die ich mir jetzt denke, die sind eigentlich noch kein Zell, keine Schatten-Einzelbilder. Das ist eine Einheit, die ich Datei nenne. Und in dem Moment, wo der Film läuft, ist jedes Bild, das auftaucht auf der Leinwand, ist jetzt. Nicht jetzt, 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 jetzt. Das ist schon wieder eine Zeit, dass ich jetzt den Film, meinetwegen, die Filmspur, Filmrolle aneinander lege und dann mache ich es so, dann verändere ich aber den Blickwinkel. Aber egal, welches Bild ich anschaue, das, was ich mir ausdenke, ist immer an derselben Stelle. Es ist ein vollkommen neues Denken, das der Wirklichkeit entspricht, wenn ich das einmal Wirklichkeit nenne. Das Wort entsprechen ist übrigens ganz interessant. Da haben wir jetzt erst einmal entsprechendes aufgehungert, weil jetzt gehst du in die Stille. Jetzt wirst du der, der still ist und einfach schaut, was an Geräuschen und Bildern in ihm auftaucht. Er bleibt aber dabei still. Das ist dieser Beobachter, der schaut, der sieht und der nicht mehr werdet. Und solange du noch werdest, bist du schon ein ausgedachter Beobachter. Und denkt man schon an einen Beobachter, der was beobachtet. Aber sobald er ausgedacht ist, wird er automatisch reagieren auf die Bilder und wird es interpretieren. Und das verändert laufende Informationen von dem, der es erlebt. Den Fokus, den man, wenn man den einmal hält, das ist aber ein Akt von Reife. Auch in welchem Buch du steckst, auf welcher Seite du steckst. Aber es bleibt ein Spiel, ist der Spiel, der mich jetzt ausdrückt. Diese Hierarchie der X, wenn man mal verstanden hat, die ich immer wieder sage, die vollkommen neu ist, braucht man auch viele Wiederholungen, bis sich das setzt. Man ist immer wieder die Wiederholung und es wird dann immer ein kleines bisschen konkreter. Fassbarer für einen Verstand, der zu verstehen anfängt, der sich immer mehr zu einem bewussten Bewusstsein entwickelt. Gibt es ein unbewusstes Bewusstsein?
Das hängt jetzt wieder davon ab, was ich mir bei dem Wort Bewusstsein vorstelle. Aber egal, was ich mir vorstelle, das ist kein Bewusstsein. Das ist wie mit Gott. Was stelle ich mir bei dem Wort Gott vor? Nur mir wieder dasselbe vor. Gott ist ein Geschöpf, eine Vorstellung. Aber der Wirk, das Wirklicht, der wirkliche Gott ist der, der sich vorstellt. Das ist die Gnade, die eine Form annimmt. Und sich dabei nicht verändert, egal welche Form sie hat. Der träumende Geist ist immer derselbe träumende Geist, mit ständig wechselnden Bildern, 200 Gramm rote Gnade, die sich umformen. Das überragt die komplette Philosophie. Wir können da viele Dialoge uns anschauen, wo ich sage, die sind alle richtig. Aber ein bisschen schwanger gibt es nicht. Eine Lehre, die in Bezug zu Holofeeling zu 99% gleich ist, das ist wie ein bisschen schwanger. Das ist dieses absolute Ja- oder Nein-Phänomen. Jesus sagt, wenn du Ja sagst, sag Ja, und wenn du Nein sagst, sag Nein. Jetzt scheint sich das wieder zu widersprechen, wenn ich sage, es ist immer beides gleichzeitig da. Mach dich zuerst einmal auf einer Seite fest, dass dir die andere bewusst werden kann. Ängste ist immer ein Nicht-Loslassen-Können. Lerne das Loslassen. Dass ich sage, jede Art von Konservierung, eine Konserve hat was mit steril zu tun. Eine Scheinlebendigkeit, eine Filmkonserve, tötet die wirkliche Lebendigkeit. Leben ist letztendlich das, was das Ewige erlebt. Leben erlebt sich durch Vergänglichkeit. Aber vergehen kann erst was, wenn es zu existieren anfängt. Weil nur was existiert, kann auch wieder vergehen. Das, was ewig ist, wird niemals existieren können. Sonst wäre es nicht ewig. Das heißt, die Unvergänglichkeit, die eigene Unvergänglichkeit erfordert, dass du zuerst einmal, jetzt kommt schon wieder etwas, wirst, was niemals existieren kann. Und jetzt sage ich, das bist du schon. Zumindest, wenn du das zu verstehen anfängst, was die vergängliche Erscheinung Udo dir jetzt in deinem Traum erklärt. Und dann wirst du merken, du resonierst bloß noch spaßhalberweise auf das, was Medien und Basien auf dich einprasselt. Ob das Politik ist, ob das Krieg ist, ob das Religionen sind. Das ist ein ganz einfaches, stilles Lächeln, was das in dir erzeugt, weil du plötzlich merkst, es ist unglaublich, dass ich hier so lange gebraucht habe, ein jetzt ausgedachtes Leben lang, dass mir das aufgefallen ist. Diese demonstrierte Geistlosigkeit von den Figuren in deinem Traum, die letztendlich nur Facetten sind von dem eigenen Geist, dem, der vergessen hat, was er ist. Und das ist das Geheimnis aller Religionen. Wenn sie verstanden werden, aber mit Sicherheit nicht von diesen Religionsfürsten und Besserwissern, die Auslegungen machen, auch wenn die bewundert werden von jemandem. Egal, ob ich einen Luther bewundere, die Lebensgeschichte von Luther zeigt dir so einen normalen Menschen mit so vielen Problemen. Es ist immer dieses bisschen Verstand. Bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen in der Zeitgeschichte. Das, was man die wirkliche Mystik nennt. Das ist immer wieder, was ich, wenn manche kommen, wenn man jetzt wieder ausgedachterweise, wenn ich jetzt Meister Eckhart zum Beispiel sage, große Schriften, wenn du Holofeeling verstanden hast, dann trifft dich das wie ein Blitz, weil du sagst, verdammt nochmal, die Sache dasselbe wie der Udo, bloß wesentlich komplizierter nochmal ausgedrückt. Jetzt natürlich ohne den technischen Hintergrund, aber ich sage das Wesentliche. An lebenden Menschen, die man uns jetzt bewusst ausdenkt, wo ich immer sage, spontan sage ich immer der Karl zum Beispiel, der Karl Renz, Tony Börsen auf Englisch, ganz einfache Typen, auch Sucher. Da soll ich mal wieder, wenn es den jetzt geben soll, der hat das Wesentliche, das merkst du. Da gibt es viele, viele, die sagen dasselbe. Und da merkst du sofort, die blabbern das bloß nach. Das sind immer, Tony Börsen hat seinen Still, der Karl hat seinen Still. Und da ist immer wieder in so einer Ernstlichkeit, es gibt eine schöne Sache von Karl Renz, der von Holofeeling keine Ahnung hat, denke ich mir jetzt einmal, den ich mir ausdenke, den Karl. Aber da ist eine Journalistin und der macht ja oft, wenn man das einmal angehört hat, dreht eben um das Nichts. Ich sage mal einen Satz, ich zitiere mal Karl Renz, das, was du bist, kannst du nicht sein, du kannst es aber auch nicht nicht sein. Der Karl, den ich mir jetzt ausdenke, der sagt das natürlich nur, weil ich mir das denke, weil das ein Untersystem ist von mir. Das jetzt Design, habe ich heute schon mal gesagt, muss ich wissen, reden wir vom Roten oder vom Blauen? Ein Shakespeare. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ob edles das Gemüt, bla bla bla, ich habe das in einer anders verdeutschen Form halt mal in den Onbarungen reingeschrieben. Jetzt ist der Witz, dass du dir das erste Mal klar machen musst, reden wir vom roten Sein
oder vom blauen Sein. Das blaue Sein kann man existieren setzen. Das heißt jetzt, ich mache mal die beiden Worte blau, dann heißt es existieren oder nicht existieren. Das ist hier die Frage. Was ja nicht heißt, dass wenn etwas nicht existiert, dass es deswegen nicht da ist. Jetzt kommt es, jetzt brauchst du schon Holofeeling. Geschlossene Schöpfung oder geöffnete Schöpfung? Wenn ich jetzt das Sein, pass auf, rot mache, heißt der Esaim? Oh. Vom Herzen. Sag einen Gruß. An gerne, wen auch immer. Gut. Okay, pass auf, wir machen mal das. Wir machen das erste Sein rot. Dann heißt es hier Sein oder Existieren. Das zweite Sein machen wir blau. Sein oder Existieren. Das heißt, bin ich jetzt ewiger Geist oder was Existierendes? Das ist hier die Frage. Merkst du, jetzt können wir da spielen. Dann ist ja das blaue Sein ist genau das Gegenteil von dem roten Sein. Sein oder Nichtsein, das Gegenteil. Da kann ich Existieren setzen. Bin ich jetzt ewig oder bin ich was Vergängliches? Das Existierende. In dem Wort Ex ist. Ex heißt heraustreten, das machen wir lateinisch. Eine intellektuelle Raumzeit. Is, und das ist ein Tier. Das ist jetzt der Trockenausnahme. Das sterbliche Lebewesen per se. Darum heißt das Wort ja auch unhaltbar krank und sterblich. Die Leute, die Menschen, Medim auf Hebräisch, ich nenne das jetzt Medim, schreibt sich nur MT, gestaltgewordene Erscheinungen, blau gelesen. Und das ist das hebräische Wort für Tod. Das lateinische Wort TOT heißt zu viele. So viele Gedanken. Ich sage, lass die Toten ihre Toten begraben. Dieses Ich ist dasselbe Ich, ob du das Udo nennst oder Jesus nennst. Ich will jetzt aber nie sagen, ich war der Jesus. Da bin ich aber auch der Hubert oder die Inge. Weil Holofeeling heißt, alles zu sein, was du dir ausdenkst und nichts davon. 200 Gramm rote Gnede mit Formen. Die 200 Gramm rote Gnede ist alle Formen. Die Energie, die ständig eine andere Form von Energie annimmt. Eine wissenschaftliche Definition. Das ist die Einstein-Formel. Und das wiederum ist die Kreisformel. Kann man nachlesen. Ganz einfach. K-Reihe-S. Das heißt, wie Reihe, wie ein Spiegel, der Schöpfer kommt Gottes. Und das S kann ich jetzt rot oder blau machen. Das ist zu einem Bewusstsein, Bewusstsein ist oder zur Raumzeit wird. Simpel, ne? Und das ist ja immer, wenn ich jetzt zur Erinnerung nochmal schon in den Ohren Bahrungsbände, jetzt machen wir mal die Kreisformel, so etwas verstehe ich unter der Kreisformel, dass du jetzt zum Beispiel, wenn wir hier die Oberfläche eines Kreises berechnen, das Klassische ist ja A ist gleich Pi mal R Quadrat. Kann man in jedem Formelsammlung nachlesen. Und ich erwähne dann meistens immer, jetzt, wenn ich dir altes deutsches Mathematikbuch, gelerntes Wissen, zeige von 1700 etwas, da ist die Formel drin, da steht aber nicht A ist gleich Pi mal R Quadrat, sondern da steht O, Deutsch, Oberfläche. Jetzt ist es ein A, kommt von Area, Areal, ein gewisses Areal im Englischen, aber Areal heißt nicht real. Weil sobald ich hier einen Gedankenspot aufspanne, der sich in einem Punkt befindet, das ist ja immer wieder deine Informationen, sind Formen in dir drin, verneint, lateinisch in, sind Formen in dir drin, die keine Formen sind. Was ist eigentlich jetzt eine Kugel? KGL heißt wie eine Welle. Jetzt denkt man an die Erdkugel und jetzt denkst du an einen Bowlingball. Und jetzt sage ich immer wieder, ist die Erdkugel größer? Ich wiederhole das immer wieder. Wie die Bowlingkugel, was du sofort sagst mit deiner Logik, ja. Ist die Erdkugel schwerer? Dann sagst du nein. Jetzt ist die große Frage, was ist jetzt eigentlich da, während du das denkst? Bitte nicht die Vorstellung, die du dir ausdenkst, sondern das, was in dir drin ist in dem Moment, wo du das denkst. Ein Programm. Das Vorstellungen erzeugen. Aber das Programm als Ding an sich ist was, was nicht gedacht werden kann. Habe ich erklärt. Ist weder rot noch blau. Und jetzt immer wieder, wenn du das erste Mal hörst und keine Grundlagen hast, sagst du, komm ich nicht. Und dann sage ich, wer bestimmt jetzt das? Ein Programm. Das Programm nennst du nicht. Und damit treibst du dich immer mehr in die Dummheit und das kann man wieder spiegeln, wenn eine meine Wissen will, weil sie irgendeinen Scheiß nachklappern, wo sie auf ihren Schwamm drauf hat. Den sie sich nicht, den Schwamm inhalt, das Programm, den sie sich nicht raussuchen können. Die Erziehung.
dieses ich bin Jude, ich bin Katholik, diese unendliche Geistlosigkeit und Sturheit, diese Angst vor Veränderung, vor Neuem. Und das bleibt jetzt gleich. Da könnte ich jetzt zum Beispiel im Negativen die Rechten sehen. Die Rechten, die eigentlich die Richtigen sein müssen. Das ist auch eine Angst vor Veränderung. Schönen Zaun rumbauen. Das ist so das DDR-Denken. Wir wollen nichts Neues von außen reinlassen. Komischerweise, dass genau die meisten Rechten in der aus der ehemaligen DDR schaffen. Habt ihr denn nichts von eurer Vergangenheit gelernt? Das ist halt immer ein Problem, dass du ja zwei Seiten hast. Sobald du eine Mauer baust, dass keiner reinkommt, kommst du auch nochmal raus. Du lässt immer die andere Seite weg. Darum ist es so schwer, wenn man mir zuhört und es zappt nur einer aus der Vergangenheit, aus dem Zusammenhang gerissen, zappst du rein in einen Vortrag. Das sind die Einzelteile, die ich aufbaue als zusammenhängende Puzzlestückchen, dass du mal den Eindruck hast, ich bin dafür oder ich bin dagegen. Weder noch. Ist jetzt ein Kreis? Ist jetzt ein Kegel, ein Kreis oder ein Dreieck? Ich sage schon, die Fragestellung ist falsch. Weil wir von zwei verschiedenen Ebenen ausgehen. Flächen darfst du nicht mit deinem Körper vergleichen. Das sind nicht Sachen, die du dir vorstellst. Und Konstruktprogramme darfst du nicht mit Bildern vergleichen. Bilder sind immer bloß Symbole für etwas, was im Hintergrund die Ursache ist. Das heißt, die Bilder, die du auf der Leinwand siehst oder auf dem Monitor siehst, das, was du siehst, ist mit Sicherheit nicht auf den Stick drauf. Oder auf der Datei drauf. Weil da weder Farben sind, noch Fußballer sind, noch Bäume sind oder sonst was drauf ist. Es ist eine reine Struktur, nicht einmal von Zahlen und dann doch wieder. Wie meine ich das? Nicht einmal von Worten. Im Anfang war das Wort. Und jetzt sage ich nur die kleinste Einheit ist das immer ein und aus. Aber den Wechsel, den ich mir jetzt denke, der passiert ja gar nicht, wenn ich was abspüre. Angenommen, ich lasse jetzt eine DVD laufen, ändert sich an der überhaupt nichts. Selbst wenn ich mir jetzt da Scheibe Dinge mit Bündchen und Strichchen drauf, die absolut statisch gleich bleiben. So wie an dem Buch sich überhaupt nichts verändert, wenn ich das lese. Es verändert sich weder die Seiten, obwohl ich laufend unterschiedliche Seiten sehe. Es verwendet sich die Worte nicht, die ich anschaue. Die Veränderung, die ich mache, schaffe ich selber. Durch chronologisches Denken. Stimmt oder stimmt alles? Und das ist so elementar wichtig für dein Wohlempfinden. Das sind die Wellen, die Welle. Und jetzt machst du dir Gedanken um deine Wellen, die du gar nicht abstellen kannst. Mein Holofinchen hat so ein Problem, welche ihre Welle ist. Richtig, welche ihre Welle ist. Die hat Wellensittiche und die sind ihr ein und alles. Und wenn sie jetzt weg ist, hat sie panische Angst, dass es ihnen schlecht geht, obwohl sie ja rein in die Welt mittlerweile weiß, am besten geht es den Wellis, wenn sie nicht dran denkt. Aber dann doch wieder nicht, weil eben das normale Programm noch so übermächtig ist. Und jetzt ist immer wieder, dass jetzt viele sagen würden, dein Problem möchte ich einmal haben. Der Witz ist, was der das sagt, ich habe Probleme, dein Problem, ich würde sofort mit dir tauschen. Was der aus den Augen verliert, dass wenn wir jetzt die Probleme tauschen, das Vorgelegte erfordert es, dass wir die Programme austauschen. Das heißt, wenn einer sagt, dein Problem möchte ich haben, das ist doch kein Problem, da hätte ich kein Problem damit. Ich sage ja nur mit deiner Logik. Wenn wir jetzt aber die Probleme austauschen, müssen wir die Programme austauschen. Und wenn du dann hier ihr Programm kriegst zum Denken, dann sind es deine Probleme. Und dann hat sie keine Probleme mehr mit ihrem alten Problem, weil sie dann deine Probleme hat. Verstanden? Wir spielen das nur durch wie Computerprogramme, die man in einem und denselben Computer austauscht. Und da, wenn du drin hängst, hängst du drin und ich will mit Holofeeling nichts dran verändern. Was ich verändern will, ist, dass du dich loslöst von dem, was du bisher glaubst, das wir nicht verändern wollen, sondern dich erhebst und zu dem werden, der beobachtet, was du bisher glaubst. Du beobachtest, was du glaubst und nicht das, was du mit deinem Glauben auflöst. Das ist das, was ich sage, mach dir bewusst, du verlagerst den Fokus von den Erscheinungen und Reizauslösern hin zur Ursache. Zu dem, was ich Ahni nenne, die schöpferische Existenz eines Intellekts. Das heißt, du wechselst deine Fokussierung von den ganzen Erscheinungen auf die Leinwand, auf das Programm, das diese Bilder aufwirft. Dieses Konstrukt wäre ein Interpretationsprogramm, das ich Mensch nenne. Ein Mensch ist kein Körper. Ein Mensch ist ein Wissenskomplex. Der Mensch ist das, der aus Geräuschen, die in dir auftauchen, Vorstellungen macht.
dieses Ding, das das umformt, wie ein Programm Eingaben umformt zu gewissen Bildern, das ist der Mensch. Ganz, ganz einfache Metapher. Wenn wir es genauer betrachten, muss man natürlich da wesentlich mehr nehmen. Mir geht immer wieder, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Und es ist nicht für irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst, sondern es ist nur für den, der mich jetzt ausdenkt, der mich sprechen kann. Weil der nämlich immer ist. Und egal an welchen Menschen du jetzt denkst, inklusive Mensch, meine ich jetzt Lebensgeschichte, Körper, inklusive der, der du zu sein glaubst, das ist eine vergängliche Erscheinung. Mach dir nicht die geringste Hoffnung, dass das, was du zu sein glaubst, überleben wird. Aber in dem Wahn, das am Leben erhalten zu wollen, sperrst du dich in einen Käfig ein. Das gilt für Museen, das gilt für alles. Nicht, dass ich sage, das ist schlecht. Aber es ist eine Riesenhemmschuh für geistliche Entwicklung. Und es geht in der ganzen Politik und in der Religion nur um Rechthaberei und Intronisation von einseitigen Meinungen, von Theorien. Und es geht nur, dass du das erkennst. Immer wieder, die Sinnlosigkeit von Angst. Was verändert es, wenn du dich fürchtest an dem, was ist? Was verändert Ärger an dem, worüber du dich ärgerst? Meinst du, Politiker werden anders, wenn du dich darüber aufregst? Es verändert nur etwas an deiner Stimmung, an deiner Empfindung. Jegliche Form von Leid wird erzeugt, nicht durch die Reizauslöser, sondern durch dieses Programm. Und wenn du das durchschaust und die Sinnlosigkeit erkennst, immer wieder, dann kommt dasselbe Problem, dann wirst du dir versuchen, es abzugewöhnen und dann bleibst du auf dem Besuch. Du musst nur mal ein Stück höher gehen, dass du dann den beobachtest, der das erkennt, zu erkennen scheint, der Gedanke kann nie was erkennen, und der wieder reagiert und sich das abgewöhnen will. Und mit dem Doppelschritt lächelst du bloß noch über dich selber. Dann hast du viel Spaß mit dem, der du zu sein glaubst, so wie ich immer sage, jetzt in deiner Logik wieder Anthony Hopkins offensichtlich mit einem absoluten Genuss den Hannibal Lecter spielt. Das ist das, was wichtig ist. Wie ich. Was auch immer ich bin. Meistens nichts, wenn du nicht an mich denkst. Stimmt oder stimmt? Also macht euch keine Gedanken, so wie man als Brösel automatisch alt wird, wirst du auch dahin wachsen. Dann soll man göttliche Gesetze sind nicht an Bedingungen geknüpft. Kannst der Zeit lassen, meinen Worten zu vertrauen. Wenn ich sage, sorge dich nicht um morgen, keiner zwingt dich, dass du auf das hörst. Aber ich verspreche dir, du wirst irgendwann einmal, dass du das, diesen ganz einfachen Vorschlag, was du dann einhalten. Wie lange das dauert, du bestimmst es. Wie lange dauert es noch bei mir? Das weiß nicht einmal Gott, weil er dir die Freiheit gegeben hat, das selbst entscheiden zu dürfen. Es wird aber niemals passieren, wenn du meinst, es passiert in der Zukunft. Das ist es. Nur von einem ewigen Hier und Jetzt zu sabbern, heißt noch lange nicht, dass der, der das erzählt, dass er es verstanden hat. Und ich sage dir jetzt gleich, einer, der das erzählt hat, sowieso nicht verstanden. Ihr wisst doch, wenn ich immer wieder sage, die Weisheit der Sprichwörter, alle, die reden, die wissen nicht. Und die, die wissen, die reden nicht. Klares Zeichen, Udo hat überhaupt nichts verstanden. Hat er auch noch nie behauptet. Er sagt, du hast es verstanden, sonst könnte ich dir das jetzt nicht erzählen. Aber du redest nicht, du hörst da bloß zu. Sag ich nicht immer, meine Botschaft richtet sich bloß an den, der mir jetzt zuhört, der mich sprechen hört. Der spricht, kann es nicht verstanden haben. Der zuhört, hat verstanden. Du hast es bloß vergessen, wer du bist. Das ist dieses Ich bin du. Wird sehr spaßig, wenn du nochmal da über allen Dingen stehst und dir klar machst, wie du dich ein Leben lang spaßig unterhalten hast, in dem Irrsinn zu glauben, du wärst eine vergängliche Erscheinung.